Das Unternehmen Monster Beverage profitiert vor allem vom wachsenden Energy-Markt mit Produkten wie beispielsweise Monster Energy. Sprechen Sie vor allem jüngere Zielgruppen an und beispielsweise präferierend auch Videospielspieler. Und mit dem Tochterunternehmen Reign Total Body Fuel sprechen Sie vor allem auch Sportler an. Monster campert vor allem aber auch dadurch, dass sie sehr viele Sportler unter Vertrag haben bzw. Kooperation haben. Beispielsweise den siebenfachen Weltmeister für Formel 1, Lewis Hamilton. Und mit genau solchen Produkten, nicht mit Tech, nicht mit Solar oder Biotech, was es noch alles gibt, sondern wirklich nur mit diesen einfachen Getränken, schaffen sie es zum Vorjahr um 9,5% im Umsatz zu wachsen. Und wenn wir uns die laufend steigenden Margen ansehen, dann sehen wir einfach, was Konsumenten bereit sind, für einen Aufpreis zu zahlen, nur weil da vorne Monster draufsteht. Naja, und scheinbar ist auch Coca-Cola von der Marke und dem Geschäft überzeugt, denn die sind nämlich mit 19% an Monster beteiligt. Und da ich dieses Zeug wie am Band saufe, bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich, bevor ich an einem Herzinfarkt sterben sollte, noch eine Aktienanalyse mache. Also wenn wir uns das Geschäftsmodell von Monster angucken, dann sehen wir, dass sie ihren Umsatz in drei Segmente aufteilen. Das allererste sind Monster Energy Drinks. Ja, da zählt alles drunter, was mit der Marke Monster an sich zu tun hat. Ja, sie bieten ja auch Monster Kaffeesorten beispielsweise an. So, und ich blende euch das jetzt hier mal alles ein, was sie da anbieten. Plus, was noch dazu zählt, sind halt auch Reign Total Body Fuel. Und der ganze Spaß macht im Gesamtumsatz einen Anteil von 93,6%. Das zweite Segment sind vor allem Strategic Brands, wie beispielsweise NOS oder Samurai. Ja, das sind alles Energy Drinks, die vor allem eher lokal angeboten werden in spezifischen Ländern. Und im dritten Segment haben wir die Other Products. Ja, also hier werden vor allem neue Produkte getestet. Was macht Monster jetzt eigentlich so besonders? So, das sind zum einen erstmal das Vertriebsnetz, was Monster besitzt. Ja, denn sie benutzen nämlich das Vertriebsnetz von Coca-Cola, weil diese ja auch mit 19% beteiligt sind. Der zweite Punkt sind die Marktanteile, denn ihren primären Umsatz machen sie in den USA und da haben sie auch die größten Marktanteile. In Europa sind sie kontinuierlich ihre Marktanteile am Ausbauen. Aber dort ist primär einfach Red Bull der Marktführer. Und der dritte und auch wichtigste Punkt, das ist vor allem die Marke, die Monster einfach hat. Ja, wenn man mal überlegt, was Menschen dafür bereit sind, für eine Mixtur von, ja gut, das ist jetzt Zero Sugar, da sind wahrscheinlich irgendwelche Chemikalien und so noch drin, aber da sind wir mal ehrlich, lieber Krebs als Fettleibig. Naja, auf jeden Fall spiegelt sich das auf jeden Fall vor allem auch in der Nettomarge, was Kunden einfach bereit dazu sind, für einen Aufpreis zu zahlen, nur für dieses Markenimage. Der vierte Punkt sind einfach die Kooperationen, die Monster hat. Ja, beispielsweise mit Lewis Hamilton, ja, aber dafür haben sie auch noch E-Sports-Teams, beispielsweise wie Fnatic. Oder sie sponsern beispielsweise auch das Dreamhack Counter-Strike-Event. Und sie haben noch unzählige andere Sportler unter Vertrag und ja, das steigert dann einfach diese Markenpräsenz. Und betriebswirtschaftlich betrachtet, wenn wir uns mal den Deckungsgrad 1 angucken, dann sehen wir, dass wir hier einen Wert von 1,69 haben und eine Cash-Ratio von 2,74. Also wir sehen, dass das Unternehmen ziemlich viele liquide Mittel hält. Plus eine Eigenkapitalquote von 83,2% sehen wir hier, dass das Unternehmen phänomenal finanziell aufgestellt ist. Aber neben der ganzen Euphorie haben wir natürlich auch Risiken. So, und hier ist es einfach so, dass Monster tendenziell zukünftig anfällig sein könnte für Regulierungen. Warum das? Es gab in Vergangenheit mal Fälle, wo Monster Energies, weil sie halt eben eine relativ hohe Koffeinkonzentration haben, in Verbindung mit Todesfällen gekommen sind. Da ist beispielsweise früher mal ein jüngerer Mensch ums Leben gekommen und ja, so emotionslos, wie es sich auch anhören mag, hätte diese Person ein bisschen mehr Kaffee getrunken anstatt Monster, wäre sie wahrscheinlich auch verreckt. Deshalb ist es relativ schwierig, das Ganze einzuschätzen, aber ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen. Zweites Risiko ist auch einfach diese Konkurrenz, ja. Also ich habe es ja schon erwähnt, Red Bull hat ziemlich starke Marktanteile in Europa, ja. Wenn sie jetzt immer weiter in die USA expandieren, was sie natürlich auch versuchen, dann kann natürlich auch Red Bull ziemlich starken Druck verursachen oder beispielsweise auch Rockstar, das Tochterunternehmen von Pepsi. Aber man muss einfach sagen, dass Monster ziemlich gut und auch innovativ aufgestellt ist, zum Beispiel mit neuen Nebenmarken, wie beispielsweise Reign Total Body Fuel. Ja? Damit sprechen sie eine ganz andere Zielgruppe an, als sie es zum Beispiel mit Monster Energy tun. Bevor wir aber zu meinem Fazit kommen, bitte ich dich nochmal, diesen Kanal hier zu abonnieren, da du in der Zukunft auch keinen seriösen Finanzcontent mehr verpasst. Also fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben ein Unternehmen mit einer starken Marke, einer starken Bilanz und starkem Wachstum. Und wir haben ein ziemlich einfach zu verstehendes Geschäftsmodell. Aber das wiederum macht Monster auch zu einem sehr teuren Unternehmen mit derzeit einem KGV von 35. Derzeit ist mir die Bewertung deswegen noch viel zu hoch. Aber Monster Energy steht auf Platz 1 auf meiner Watchlist. Und das heißt, ich werde innerhalb der nächsten Jahre
sicherlich nochmal einsteigen. Also, was sagst du zu dem Unternehmen? Bist du selber investiert oder was hältst du einfach vom Unternehmen? Ja, in dem Sinne, schreib es mal in die Kommentare und Carpe Diem.